Die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, gerade in Zeiten von Corona. Es gilt, Konzepte zu entwickeln, um für alle Seiten Nutzen zu schaffen. Dazu ist ein Austausch mit den Unternehmern wichtig. Für den Landrat sowie der Stabsstelle Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung sind persönliche Besuche in den Unternehmen enorm wichtig, um über die Herausforderungen und die speziellen Themen der Unternehmer zu sprechen. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich besucht regelmäßig, wie hier in Brandes bei der RFF, Rohrflansch Fitting Handels GmbH, die Unternehmen des Bundeslandes, um sich direkt ein Bild machen zu können und konkrete Themen der Basis mit in den Landtag zu nehmen. Wir sind durch Corona alle tief getroffen. Gerade unser Unternehmen, unsere Wirtschaft ist natürlich stark getroffen. Auch wenn es von Branche zu Branche unterschiedlich ist, merken alle die Auswirkungen von dieser Pandemie. Denn so etwas hat Deutschland noch nie erlebt. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das der tiefste Einbruch, der tiefste Einschnitt. Und wir müssen jetzt einfach auch sehen, dass wir mit den Maßnahmen, die wir auch von Seiten der Politik ergriffen haben, unsere Unternehmen unterstützen. Das Brandeser Unternehmen hier ist familiengeführt und sticht durch eine gute Arbeitsqualität hervor, wovon sich die Wirtschaftsdelegation überzeugen konnte. Verkaufsleiter Heiko Gottschalk führte durch die großen Hallen. Branchenübergreifend hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht. Der Lagervorrat an Rohren und Zubehör aller Art reicht an die 14.000 Tonnen. Die Nachfrage besteht weltweit. Ein erfolgreiches Unternehmen, welches den Wirtschaftsstandort Brandes stärkt. Brandes ist ein Ort, wo sich eine hohe Lebensqualität entwickelt hat. Und das hat ja damit zu tun, dass es sowohl ein Wohnumfeld gibt, ein Lebensumfeld, aber auch Unternehmen, die erfolgreich praktizieren und gute Arbeitsplätze bieten. Und heute waren wir in einem Unternehmen, was wirklich zu diesem Standort passt, was gute Arbeitsbedingungen hat, was inhabergeführt ist und mit einer hohen Verantwortung. Und solche Unternehmen brauchen wir mehr, weil eben Lebensqualität bedeutet Leben und Arbeiten. Und deshalb brauchen wir gute Unternehmen, die das auch ermöglichen. Die Pandemie hat das Unternehmen bisher gut überstanden. Was auch daran liegt, dass das Team mit den rund 80 Mitarbeitern neu gedacht und sich der Situation angepasst hat, was auch Gesine Sommer überzeugt. Was auch sehr beeindruckend war, dass man also hier gerade, was man mit Digitalisierung und mit neuem Know-how hier alles, sag mal, erreichen kann. Viele Leistungen auf einer kleinen Fläche, die Arbeitskräfte werden anders aufgeteilt. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Ja. Land und Landkreis arbeiten eng zusammen, um den Unternehmen durch die Krise zu helfen. Seien es Soforthilfen, Darlehensprogramme oder ein Stabilisierungsfonds. Ein intensiver Austausch auch mit den Unternehmen ist dafür entscheidend. Wir wollen ja was anbieten, was die Unternehmen nutzen können an Digitalisierung. Aber den ersten Schritt müssen die Unternehmen selber tun. Ich denke, da sind sie aber gut aufgestellt. Also gerade der Fachkräftemangel, auch das haben wir ja heute gehört, dass hier zwar gut ausgebildet wird und dass auch noch keine Gefahr droht, aber in den anderen Unternehmen hören wir das Gleiche. Und da muss man sich einfach darauf einstellen, dass man also hier sozusagen Digitalisierung voranbringt, um also diesen Trend und diesen demografischen Wandel einfach übersteht. In welche Richtung es geht, ist klar. Laut Martin Dulich ist die Wirtschaft aber noch lange nicht durch die Krise durch. Ein erster Schritt ist gemacht, es liegen aber weiterhin noch große Herausforderungen und auch schwere Zeiten vor den Unternehmen. Innovatives Denken, wie hier in Brandes, sind aber ein guter Beweis, wie die Wirtschaft die Krise überstehen kann.